Herr Fischer, Frau Baerbock hatte im Wahlkampf 21 sehr öffentlich und auch sehr explizit die sofortige Freilassung von Julian Assange gefordert. Jetzt haben wir ja jetzt diesen Monat am 8. Dezember das zweijährige Jubiläum von Frau Baerbock als Außenministerin. Könnten Sie kurz so eine Zwischenbilanz ziehen, was Frau Baerbock in den letzten zwei Jahren an konkreten Schritten gemacht hat, um dieser damaligen Forderung nach der sofortigen Freilassung entsprechend Nachdruck zu verleihen bei den Partnern in Washington und London? Naja, Sie können sicher sein, dass, und das haben wir hier auch schon gelegentlich gesagt, dass Frau Baerbock das Thema regelmäßig angesprochen hat. Und was sie dazu gesagt hat, gilt natürlich weiterhin. Nachfrage. Ja, aber meine Frage war ja nach konkreten Schritten in den letzten zwei Jahren, ob Sie die kurz aufzählen könnten. Naja, wir haben das Thema mit unseren Partnerinnen und Partnern in Großbritannien und in den USA regelmäßig auf den verschiedensten Ebenen aufgenommen. Aber es läuft gleichzeitig ja noch ein Gerichtsprozess vor den unabhängigen britischen Gerichten, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Und sozusagen die Unabhängigkeit dieser Gerichte müssen wir respektieren. Wir haben ein anderes Verständnis von Pressefreiheit, als das in den USA definiert würde. Bei uns wären die Dinge, die Herr Assange getan hat, nicht strafbewehrt. Das ist in den USA anders. Damit gehen wir um und auf dieser Grundlage treten wir in das Gespräch mit unseren Partnern ein. Und das hat die Außenministerin regelmäßig getan. Aber sozusagen, dass der Gerichtsprozess noch läuft, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen. Herr Hebestreit, nur zum grundsätzlichen Verständnis, was die Perspektive des Kanzlers im Fall von Julian Assange angeht. Sieht er die Veröffentlichung von ihm über US-Kriegsverbrechen als relevant für die Öffentlichkeit an und betrachtet er ihn als politischen Gefangenen? Dazu hat sich der Bundeskanzler meines Wissens nie eingelassen und das werde ich von dieser Stelle auch nicht tun. Ich glaube auch nicht, dass an uns eine solche Einschätzung vorzunehmen. So, dann können wir das Thema, glaube ich, verlassen.